Yo, Leute, was geht ab? Wir spielen Goat Simulator und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier. Was ist das hier eigentlich? Ich habe gedacht, hier geht eine fette Party ab. Oh, aber hier sind ein paar nice Schuhe, ey. Ultra fancy. Können wir hier einfach tanzen mit den anderen? Ich liebe tanzen. Oh ja. Oh jo, okay. Oh Jungs, das, okay. Ja, alles klar. Mehr passiert ja nicht. Okay, Leute, ich habe irgendwie gedacht, hier geht mega die insane Party ab. Aber es war einfach nur eine ganz stinknormale Party mit drei Leuten und einer Ziege. Was für eine komische Party, Leute. Naja, wie dem auch sei. Willkommen heute back mit einer weiteren Runde vom Goat Simulator. Ich habe Bock. Es wird nice, Leute. Und ich habe gerade diesen Zaun an meinem Hals. Denn es darf heute mal wieder niemand Geringeres fehlen als unser guter alter Günther. Günther, wo bist du? Hallo. Ja, wir haben Günther mal wieder mit am Start, Leute. Die letzte Folge war, by the way, insane. Ihr müsst ihr euch unbedingt nochmal angucken. Wir haben mega, mega coole Sachen gemacht. Und heute wird natürlich auch wieder sehr, sehr cool. Aber ich merke gerade, es ist echt unbequem, in High Heels zu laufen. Deswegen ziehe ich mir einfach mal ganz kurz irgendwelche nicen Schuhe an. Diese Tacos. Damit läuft es sich schon viel, viel besser. Oh yeah. Also, ich hatte vor, heute mit euch nämlich ein neues Secret zu machen, welches mir in der letzten Folge noch aufgefallen ist. Beziehungsweise sind mir noch mehrere Secrets aufgefallen, die ich... Warum treten sie diese Frau? Das ist nicht nett. Mehrere Secrets wollte ich mit euch zusammen machen. Unter anderem wollte ich mit euch erstmal einen Furz ablassen. Nee, unter anderem wollte ich mit euch erstmal Nummer 1 Secret erledigen. Alter, ich bin jetzt einfach auf diesem Dach hier gelandet, Mann. Von da ganz unten. Secret Nummer 1 ist es nämlich, diesen einen Gletscher. Wo ist er denn? Ihr wisst es ja, da oben ist ja irgendwo dieser Gletscher mit Eis. Genau da oben, wo ich jetzt hinzeige, sozusagen. Da oben ist dieser Gletscher mit Eis und wir wissen alle nicht, was sich da drinnen befindet. Aber ich weiß jetzt, wie man das Ding aufbekommt. Und das wollte ich heute mit euch zusammen machen. Und danach wollten wir noch ein paar andere Sachen machen. Unter anderem wollte ich noch ein Rhino retten. Und warum saß der Typ da gerade so unbequem drauf? Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Warum ist hier eine Banane? Au! Die hat mich einfach hier runtergestoßen. Mensch, was soll das? Genau, wir machen heute auf jeden Fall einiges Cooles. Aber ich muss jetzt irgendwie erstmal herausfinden, wie wir auf die Dächer kommen, da wo wir halt hin müssen. Ich glaube, das war irgendwo hier hinten. Aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches machen. Also ich glaube, hier Gold Ball Sachs. Ich kann mir vorstellen, dass es, glaube ich, sogar hier oben drauf ist. Aber ich möchte jetzt keine falschen Versprechungen machen, Leute. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber vielleicht müssen wir hier irgendwo nach oben klettern. Okay, ich guck mal, wie ich nach da oben komme. Wir fahren nach oben. Wir gehen nach oben. Wir sind gleich ganz oben angekommen. Ha! Doch, es ist richtig. Jawohl, hier mussten wir nach oben, Leute. Das ist richtig. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich muss Sie jetzt ganz kurz hier runterschubsen. Oh, so. Sie haben damit nichts zu tun, deswegen ich darf hier keine Zeugen haben. So, dementsprechend. Ihr seht ja, wir haben jetzt hier diese riesige goldene Kugel, die hier so angescheint wird. Ja, und Sinn der Sache ist, wir müssen das Ding hier irgendwie bewegen oder drehen oder sowas, dass hier die Sonne so richtig drauf scheinen kann, ja? Und mit der Reflexion müssen wir dann sozusagen da hinten auf diesen Eisblock sozusagen zielen, damit der anfängt zu schmilzen. Das ist das Ding. Wie man das ganze Ding hier bewegt, muss ich gerade irgendwie nochmal ein bisschen herausfinden, vielleicht. Oh. Okay, ich glaube... Ich glaube, das ist doch schon richtig, was ich jetzt hier gemacht habe, oder? Okay. Okay, noch ein bisschen. Woo! Okay, wir haben das Ding angedreht. Da scheint jetzt die Sonne drauf. Und jetzt wird das Ding gebrutzelt. Und da haben wir es. Globale Erwärmung. Die Spitze des Eisbergs. Jawohl. Also globale Erwärmung ist eigentlich nicht so ein lustiges Ding. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier das Secret bekommen. Oh mein Gott, falle ich tief. Oh mein Gott, falle ich tief. Bam, Junge. Easy abgefangen, Mann, mit meinen Taco-Schuhen. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie nach da oben kommen, Mann. Das ist immer so weit weg. Ich muss immer so weit laufen. Ugh. Aber wir schaffen das schon. Okay, wir laufen jetzt mal ganz kurz nach da oben, Leute. Denn ihr habt schon wahrscheinlich gesehen, da gibt es ein ganz, ganz cooles Secret. Also ich glaube, es ist so eine Art Raumschiff oder sowas, was sich da oben befindet. Vielleicht sogar noch ein UFO, als ob wir hier nicht noch genug UFOs haben. Was hast du gesagt, kleiner Günther? Ach so, die Leute sollen ein Like da lassen. Ja, ja, die Leute lassen sowieso immer ein Like da. Leute, ihr wisst es ja. Günther braucht es ja gar nicht mehr zu sagen, weil ihr hier immer das Like rein smasht, Leute. Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank für eure tatenkräftige Unterstützung. Es macht einfach so unglaublich viel Spaß, hier zusammen mit euch dieses Game hier zu zocken. Kuss geht raus, Leute. Oha, hier ist eine Mine. Ey, ich glaube, da kann man rein. Okay, das probieren wir mal wann anders aus, ob man da wirklich rein kann. Aber ich glaube, man kann da tatsächlich rein. Ey, ich sag euch, dieser Furz ist einfach so cool.
Man kann damit so viel machen. Aber check das hier aus. Was ist dein Problem, Mann? Hau doch ab, Mann, wenn du ein Problem hast. So, wir haben das Ding geschmolzen. Da ist es. Junge, schon wieder ein UFO. Was machen wir hier? Müssen wir dagegen dotzen? Oh, was? Grüner Schleim? Was passiert jetzt? Was? Jetzt ist hier überall alles voll mit grünem Schleim? Nein, nein. Abschnittstelle? Oh, okay. Kyro-Überwachung? Was? Was zum Teufel ist das? Superhirn! Wartet mal, ich zieh mal ganz kurz meine Furzschuhe aus. What? Wir haben jetzt einfach so einen, guck mal, der ist einfach in unserem Gehirn drin und wir werden einfach gesteuert von so einem Alien. Was ist das? Was ist das? Irgend so eine grüne Pampe. Kann man damit irgendwas machen? Was kann man hiermit machen? Oh mein Gott, was? Wir können einfach allen jetzt große Köpfe machen? Wollt ihr mich veräppeln? Was geht denn hier? Hier, du auch. Wie groß wird der Kopf? Aber sagt mir nicht, dass sie explodieren. Ey, das ist ja mega. What? Wie cool ist das? What the frog? Das denke ich mir auch gerade. What the frog? Junge. Jetzt haben wir überall so grünen Schleim hier einfach. Aber was bringt der? Kann man damit irgendwas berühren? Vielleicht hier die? Ah, lol. Das ist so ein Bouncy. Wie cool. Damit kann man jetzt so richtig bouncen, Leute. Mega. Okay, was passiert dann, wenn wir jetzt so glibberig sind? Und dann springen wir einfach mal hier runter. Oh ja, oh, okay, ich sehe es, wir sind wie so eine Art Gummiball jetzt einfach. Boing. Oh ja, okay. Hä, mega cool. Mega cool. Ich habe hier irgendwo... Jetzt haben alle Riesenköpfe. Was ist mit seinem Riesenschädel los, Mann? Warum hat er einen Riesenkopf? Ich habe doch gar nichts gemacht. So. Boah. Boah. Krass, Mann, hier ist einfach alles voll mit Kreissägen. Aber uns passiert nichts, weil wir nämlich eine unbesiegbare Ziege sind. Aber hier, wie cool. Guck mal. Boing. Und Tschüssikowski. Boing. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall grüner Bubble-Schleim oder sowas. Was? Oh, was? Wir springen voll hoch jetzt. Ey, ist ja mega krass. Hier ist schon wieder dieser Typ aus der letzten Folge. Jetzt ist es irgendwie eine Frau mit so einer komischen Frisur. Weg mit dir. Haben wir auch einfach in der letzten Folge schon gesehen, Mann. What the frog, Leute. What the frog. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. So, kommen wir jetzt zum nächsten Ding, was mir nämlich in der letzten Folge aufgefallen ist. Nämlich gibt es hier ein Nashorn, welches irgendwie eingesperrt wurde, was ich irgendwie ganz schön uncool finde, Leute. Finde ich irgendwie ein kleines bisschen uncool, ja. Und ich wollte heute mit euch zusammen hingehen und dieses Nashorn einfach mal befreien. Und ich suche gerade, hier habe ich irgendwo eine Statue gehört. Ach, da oben. Oh, Entschuldigung. Yippie. So, okay. Weiter geht's. Grinden. Yes, sir. Okay, ich glaube, wir sind sogar schon fast gleich da, Leute. Das ist hier ganz, ganz in der Nähe, wo wir hin wollten. Ja, es ist relativ nah am Zoo sozusagen. Ja, und am Zoo, wenn man der Kacke folgt, findet man. Ich muss noch mal ganz kurz noch mal zum Zoo gehen, okay? Also, Leute, ja. Oh nein, jetzt haben alle so Riesenköpfe, Mann. Ey, nee, warum mache ich immer mein Spiel kaputt? Jetzt fliegt hier ein Tornado, wir haben Aliens, alle haben große Köpfe, hier sind Bananen, hier sind irgendwelche komischen Vogelscheuchen in der Stadt und so weiter und so fort. Egal. Also, wenn man hier diesen Haufen Kacke folgt, ja, die ergebene Art Spur, wenn man dem Ganzen hier einfach folgt, finden wir hier einen Käfig mit einem Nashorn drinne, welches irgendwie die ganze Zeit getreten würde oder sowas, was ich einfach mega, mega uncool finde und ich mich jetzt darum kümmern werde. Ich ziehe jetzt erstmal kurz meine Hausschuhe an, ja, und dann fetze ich erstmal, upsa, gegen diese Typen hier. So, Kopfstoß, weg mit dir, Mann, hau ab. So, die Typen hier einfach weg da. Komm mal her. So,
Und jetzt der da oben drauf noch. Du kommst mir hier nicht weg. Warte, ich hol gleich dich da raus, mein kleiner Freund. Ist mir egal. Du wirst jetzt erstmal... Bam! Mit einem Kopfstoß. So. Und jetzt holen wir dich hier raus. Raus mit dir. Raus mit dir, du kleines Dickerchen. Komm schon. So. Und jetzt bist du frei. Muss ich dich in den Zoo bringen vielleicht? Ich glaube, ich muss dich in den Zoo bringen. Ich glaube, wir bringen dich einfach mal wieder zurück in den Zoo. Irgendwie in das Nashorn-Gehege. Aua. Entschuldigung. 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 Keine Sorge. Jo, es stinkt hier ein bisschen nach Furz. Wo ist das Nashorn-Gehege? Wo ist das Nashorn-Gehege, mein Freund? Das hier ist das Ziegengehege. Gibt es hier ein Nashorn-Gehege? Irgendwo. Oh mein Gott, die haben alle so einen Riesenschädel. Aha, guck mal, hier ist es, Leute. Rein mit dir. Was? Du hast ein neues Fell. Oh, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck mal, hier wurde tatsächlich eingebrochen. Krass, Mann, wir sind überschnell. Guck mal. Wow. Wow, ist der cool. Wow, ist der nice. Sogar mit fetzigen Hausschuhen. Wow, das ist mega cool. Wir sind auch voll schnell. Heißt jetzt, wir haben jetzt sozusagen eine Reisegestalt, dass wir einfach voll schnell reisen können. Übel nice, Leute. Wenn das kein Like verdient hat, dann weiß ich natürlich auch nicht. So, boah, man kann sogar krasse Skins dafür kaufen, Mann. Insane. Okay, das ist schon mal ganz nice. Guck mal, hier eine Aubergine einfach für die Banane. Mega cool. So, ich bin aber viel lieber meine gute alte Ziege. Ja, wir haben jetzt auch schon voll viele solche Skins hier freigeschaltet. Es gibt dann noch einen Fisch und noch irgendwie eine Art Mensch. Keine Ahnung. Aber den Fisch werden wir auch auf jeden Fall nochmal in der nächsten Zeit freischalten, Leute. Er erinnert mich daran. Ihr müsst mich daran erinnern. Deswegen, schreibt ganz viele Kommentare, okay? Schreibt ganz viele Kommentare. So, Ziege weiß, weil wir ja nämlich der gute alte Günther sind. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight der heutigen Folge, obwohl eigentlich schon alles, was wir gemacht haben heute, einfach mega, mega krass war. Alles war übelstes Highlight, aber wir suchen gerade nämlich eine ganz, ganz besondere Stelle, denn, meine Damen und Herren, wir suchen das Kreuz, ja? Das Kreuz der Kreuze, welches nämlich die Stelle markiert. Ihr fragt euch, welche Stelle? Das frage ich mich auch. Aber das Kreuz markiert die Stelle, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und irgendwo, hier habe ich es doch in der letzten Folge gesehen, das gute alte Kreuz, Leute. Wo ist es? Oh, ich höre hier was. Moin, was geht ab? Ciao. Wo ist das? Oh, hier habe ich was gefunden. Jawohl. Ein Pullover oder sowas. Das ist ein Safari-Overall. Cool. Das sah aber aus wie, eigentlich wie so eine Art Blaumann, habe ich gedacht. Sah das aus. Naja, gut. Okay. Also, wir müssen hier hin. Da ist nämlich das X am Strand. Und da müssen wir jetzt irgendwie kurzerhand mal vielleicht sogar hinfliegen oder so. Ziehen wir einfach mal kurz unsere Raketenschuhe an, Leute. Das sollte eigentlich klar gehen. Wo sind sie denn? Raketenschuhe? Da. Okay. Oh, Moment. Ich habe jetzt gar nicht meinen Rücken hier ausgewählt. Und zack. Perfekt. Dann, kurzerhand. Boing. Boing. Zack. Okay, ich glaube, es sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Oh, da ist es. Das Kreuz markiert die Stelle, Leute. So, wir haben hier... Oh mein Gott. Wir haben hier ein paar nackte Typen, die einfach rumstehen. Hallo, was geht denn hier ab, Mann? Okay, wartet mal. Ich brauche irgendwas, um mich zu wehren. Jetzt müssen wir uns nochmal umziehen. Hallo, ich muss jetzt gegen einen riesen Oktopus kämpfen. Er streichelt mich einfach. Wie süß. Das ist ja sehr süß. So, hier, kurz eine Bandage drauf. Dankeschön, sehr, sehr süß. Müssen wir hier kämpfen? Komm. Okay, das macht dem gar nichts. Oh, okay, 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 okay. Wir müssen ausweichen. Der buddelt das sozusagen selber aus. Buddel aus. Autsch. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen, das ist ein Schatz. Ja, da ist er. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja. Okay. Beute, ahoi. Gib her. Was ist das? Ist das... Oh. Jack Schmallows? Schmallows? Okay. Jack Schmallows. Okay, haben wir jetzt.
Boah, Alter, das ist so cool mit diesem grünen Schleim. Und boing, boing, yippie. Wir sind ein Pirat. Leute, checkt es aus. Wir sehen jetzt aus wie Jack Sparrow. Haha, wie cool. Die Piratenziege. Boah, das ist so nice. Oh, ey, mega cool. Wir sind jetzt eine Piratenziege. Das geheime Piratenziegen-Secret haben wir hier gefunden, Leute. Vielleicht nenne ich das Video sogar so. Es ist auf jeden Fall super cool. Und ich springe jetzt einfach das Ding hier in die Luft. Denn mit einem Knall lässt sich das ganze Video hier natürlich wunderschön beenden. Meine Damen und Herren, lasst mir immer ein Like da. Es war super cool. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wir sehen uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, Leute.